Geschichte einer Kindsmörderin. Es basiert auf einem realen Fall. Gerhard Hauptmann hat das zum Anlass genommen, um ein ganzes Dorf und die Sozialstruktur dort zu analysieren und aufzuschreiben, wie es dazu kommen konnte, dass eine Mutter ihr Kind, das in einem ehrlichen Liebesakt entstanden ist, eigenhändig umbringt. Mach auf! Dadurch ist ein sehr spannendes, gutes Stück, was eigentlich sämtliche Diskussionen der Jetztzeit beinhaltet, entstanden. Mit einer, worüber ich halt so froh bin und sehr fasziniert davon bin, mit einer großen Sorgfalt im Blick. Diesen sorgfältigen Blick hat meiner Meinung nach auch Roger von Tobel. Und deswegen ist die Inszenierung so gut und genau geworden. Und deswegen bringt er sie sozusagen auch über die Stationen Bochum, Frankfurt, jetzt Bern, mit hierher. Was hast du gesagt? Nicht. Zuerst kommt der Mann zuerst. Los. Ich spiele in diesem Stück den Christoph Flamm. Das ist eine Bürgermeisterfigur, der sich in eben diese Rose Bernd neben seiner Beziehung verliebt, ernsthaft verliebt. Aus dieser Geschichte entsteht auch dieses Kind. Aber die gesellschaftlichen Umstände und die Konditionierung der einzelnen Figuren macht es nicht möglich, dass das gut ausgeht. Ob du wirst zur Vernunft kommen. Und das Publikum kann sich sehr freuen auf, so empfinde ich das, ein sehr starkes neues Ensemble, tolle neue Gesichter, kluge Köpfe, die in diese bestehende Inszenierung einsteigen, ihre eigene Sicht darauf herausarbeiten. Sehr gutes, zu Herzen gehendes Material, ein zeitloser oder eben besonders die Jetztzeit angehender Stoff und eine bewährte Inszenierung mit frischem Blut. Ich glaube, das ist sehr sehenswert.